Ja, hallöchen, herzlich willkommen zur 307. Folge von Hard Economic Don hier am American Truck Simulator mit den Hard Economic Mod von Herrn Klaas. So, ja, mal kurzes Update hier. Auf der Karte. Wir haben ja letzte Folge hier abgeladen, unsere Geschenke, und ich will das jetzt mal weiter probieren mit diesem World of Trucks Event. Und ja, hier in das kürze Sen Simon nehmen wir jetzt mal die nächste Ladung auf. Ja, ich bin hier hochgefahren. Wir haben ja zur Mittagszeit am gestrigen Spieltag abgeladen, hatten aber dann nicht mehr viel Fahrzeit. Und ich habe jetzt mal hier quasi ja gewartet. Unsere Pause gemacht. An dieser Rest Area. Ach, hier ist Einbahnstraße, okay. Ja, ich hatte dann, wie gesagt, gestern Mittag mal abgeladen, nur noch wenig Fahrzeit gehabt, habe auch keine Tour gefunden. Hatte mir erst überlegt, den World of Trucks, das Event sausen zu lassen, habe dann hier Pause gemacht, habe immer noch keine Tour gefunden. Und jetzt habe ich mich doch wieder umentschlossen, habe gedacht, komm, dann probier's mal, weil wir jetzt eine relativ kurze Tour haben für die Geschenke. Und ich erst eigentlich wie soll ich sagen, ja, Bedenken hatte, dass wir das sowieso nicht schaffen, aber ich habe es mal durchkalkuliert, es ist vielleicht doch noch schaffbar für uns. Deswegen möchte ich das jetzt ganz gerne probieren. Hier müssen wir reinfahren. Ja, probieren wir das halt mal, ne? Also wenn für mich abzusehen ist, dass wir es zeitlich nicht schaffen mit diesem Event, dann lass mal sausen. Ja, was überlegt, eigentlich sträube ich mich ein bisschen dagegen, jetzt im Januar Weihnachtsgeschenke auszuliefern, aber ja, das letzte World of Trucks Event mit diesen Double Trailern habe ich sausen lassen. Musste ich mehr oder weniger sausen lassen, weil es nicht ins Konzept gepasst hat bei mir hier. Sind wir gerade Schwerlast gefahren, ja, da wollte ich nicht gerade anfangen, oder gerade angefangen Schwerlast zu fahren, da wollte ich jetzt nicht schon wieder alles hinschmeißen und hier mit Double Trailern durch die Gegend düsen. Ja, und aber deshalb habe ich mal halt überlegt, machst du wenigstens das jetzt hier.
So, ein Stoppschild. Gallo Winery oder wie das heißt hier. So eine Weinbude ist das. Ja, Gallo Winery habe ich sogar richtig ausgesprochen, siehst du. Hier steht der Trailer schon für uns bereit. Diesmal mache ich nicht so einen Affentanz wie beim letzten Mal, wo ich hier den Punkt gesucht habe. Ja, wenn man über World of Trucks Aufträge annimmt, dann ist der quasi ja schon, dann ist der Auftrag ja schon angenommen und dann kannst du gleich hierher fahren und kannst deinen Trailer ankoppeln. Da stehen sie, unsere Geschenke. Ja, wie gesagt, würde mich freuen, wenn wir das nächstes Jahr oder ja dieses Jahr schon. Wenn wir das da vielleicht seitens von SCS Software so auf die Reihe kriegen würde, dass man das vielleicht Ende November, Anfang Dezember macht hier. Ich weiß jetzt nicht, wie das dann ist, wenn man dieses Event geschafft hat. Ich denke mal, deswegen wird es die Ladung an sich trotzdem im Frachtmarkt noch geben. Würde ich jetzt vielleicht mal so an euch ein bisschen weiterleiten, für die, die das Event schon absolviert haben. Ob ihr da das noch weiter benutzen könnt, die Ladung, oder ob die jetzt weg ist bei euch im Frachtmarkt. Hoppala, falsche Seite. So, wir haben eine Runde rum hier. Sie sind sogar, ich habe gar nicht gesehen, die Spanngurte sogar hier mit Weihnachtsmuster. Ja, frei leuchtet und blinkt alles. Hübsch, hübsch. Wir schauen mal kurz auf die Karte, wo uns der Weg jetzt hinführt. Wir fahren im Prinzip hier ganz einfach die Interstate 10 Richtung Osten, St. Simon vorbei. Hier geht es von Arizona raus nach New Mexico rein. Und fahren dann hier Las Cruces von der Interstate 10 runter auf die US 70. Ja, wo uns dann, oder die uns dann in die Stadt reinführt zu FedEx, wo unsere Abladestelle ist. Ich sitze hier oben 3,5 Stunden in etwa Fahrzeit, ja, und 194 Meilen, was insgesamt umgerechnet 312 Kilometer sind, also eine schöne kurze Tour. Gewichtsmäßig sind wir bei 43.499 Pounds, das sind umgerechnet ca. 19,5 Tonnen, etwas mehr. Ah, müssen trotzdem anhalten, weil wir ein Stoppschild hatten.
Komm, die linke Spur ist frei, du kannst einfach rausziehen. Geht's hier? Ja, ist das Kurs ein bisschen Nahverkehr durch New Mexico? Können wir das neue DLC, die neue Kartenerweiterung, noch ein bisschen entdecken bei der Gelegenheit? Naja, war halt auch ein Grund, warum ich mich jetzt nochmal für diese Ladung hier entschieden habe. Ich weiß gerade gar nicht, ob die jetzt überhaupt zählt für das Event, aber ich müsste gerade noch so passen, weil es gibt ja eine Mindestdistanz für diese Auslieferung. Also ich kann jetzt nicht sagen, hier, ich nehme hier so eine innerstädtische 5-Meilen-Tour mit den Geschenken, um damit mein Event hier zu absolvieren. Muss man schon ein gewisses Pensum an Meilen zurücklegen bei einer Tour. Noch Gefahrgut hier, der Kollege. Ah, ich könnte es nicht erkennen. Ja, letztens hat auch jemand geschrieben in den Kommentaren, ist mir schon aufgefallen, dass die Spiegel manchmal hängen. Also das Bild, was mir quasi die Spiegel wiedergeben, während wir jetzt mal nach Mexiko reinfahren, dass da manchmal das Bild so stockt und hängt. Aber ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Tut mir leid. Weil das Spiel selbst eigentlich richtig flüssig läuft, richtig gut. Ist es jetzt noch bis zu unserer Abfahrt? Dürfte eigentlich nicht allzu weit sein. Ach, erstmal kommt eine Liegestation, genau. Bin mal gespannt, ob wir da jetzt rein dürfen. Natürlich dürfen wir das. So, wo müssen wir hin? Wir müssen hier rein. Stand jetzt aber irgendwo ein Schild, dass wir hier rein müssen? Ne, so richtig nicht. Clearance, ne, das hat nur was mit der Höhe zu tun. Steht gar kein Stoppschild oder irgendwas da. Mal ganz kurz in den Rudertwisser gucken.
Bin ich schon drüber gefahren oder was? Ah, hier. Kurz vor dem Häuschen, okay. Ist irgendwie komisch, hier steht kein Stoppschild und nix. So, 76.000 Pounds. Mit 76.000 Pounds liegt man noch im Rahmen, ne? 80.000 dürfen wir wiegen. So, 80.000 Pounds sind 36, paar zerquetschte Tonnen. 76.000 wiegt man. Also sagen wir so ein Gesamtgewicht so von 32, 33 Tonnen etwa. Ja, Fahrzeit, wie gesagt, absolut kein Problem. Zu Beginn der Folge, zu Beginn des Tages, 14 Stunden überhaupt. Jetzt kein Problem hier, die Tour zu absolvieren. Wer sich fragt, warum ich keine Upload-Termin oder kein Upload-Zeitenfenster preisgebe, das ist dieser World of Trucks-Auftrag übers Internet. Da wird wieder anders gerechnet. Dann wird quasi mit Echtzeit gerechnet. So, und ich habe jetzt noch, glaube ich, was bei 17 Stunden, 17,5 Stunden Zeit für den Auftrag. Also echte Stunden. Und das ist jetzt für uns, ja, fallen wir jetzt hin. Ist kein Problem. Wenn ich sonst immer die Uhrzeiten und so angebe, dann gehen wir ja immer von Spieltagen aus, ne? Und so weiter. Aber hier, wie gesagt, das sind jetzt 17 echte Stunden. Das heißt, wenn ich jetzt hier mich an der Straße anstellen würde, mich auslocken würde und erst morgen um die Zeit wieder weiterfahren würde, dann käme ich zu spät. Das ist eben der Grund, warum ich diese World of Trucks Aufträge nicht so oft oder so gerne mache. Grundsätzlich finde ich das schon eine geile Idee, aber ja, Problem ist halt, ich nehme halt 3 Folgen auf, sage ich jetzt mal so. So, wenn innerhalb von diesen 3 Folgen die Tour nicht zu Ende ist, habe ich ein Problem. Ja. Die nächsten 3 Folgen nehme ich erst ein paar Tage später und die Woche drauf auf. Und wenn ich da so einen Auftrag habe, wie jetzt hier in 17 Stunden und jetzt würde ich die Folge beenden und würde erst nächste Woche wieder aufnehmen, dann käme ich zu spät, obwohl ich ja in dem Sinne nichts falsch gemacht habe. Deswegen mache ich halt diese World of Trucks Aufträge eher ungern.
Ja, der klebt mir hinten dran hier am Trailer mit seinem PKW. Oh, genau der. Mit 3 Meter Abstand ist so hinter mir hergefahren. Jetzt müssen wir die Augen offen halten hier, jetzt sind wir klein in unserer Ableutestelle. Firma FedEx. Navi müssen wir da vorne wohl links abbiegen, sehe ich das richtig? Ja, wir fahren erstmal noch ein Stück. Extra ein bisschen früher links reingefahren hier auf diese Mittelspur. Damit eben jetzt der Trailer auch von der Straße ist, dass die gerade Außerbieger jetzt sich hier neben mir positionieren können, sonst würde zwar die Zugmaschine auch hier stehen, wo sie jetzt stehen, aber der Trailer wäre noch auf der anderen Spur drüben. Einmal wichtig hier im LKW-Bereich hier vorausschauen zu fahren. Also wie jetzt zum Beispiel, gucken wir halt schon mal in die Straße rein, wo man jetzt reinfahren will. Ob da irgendwelche größeren Hindernisse sind oder dergleichen. Die Tankstelle habe ich auf der Karte gesehen. So, Firma FedEx. Da ist doch die Bude.
Oh, ja, im Verkehr jetzt hier. Meine Herren. Nur wusste ich morgen über solchen Bordsteinkanten wohl mit unserem tiefergelegten Ungetüm hier von Zugmaschine oder bei sowas hier. Aber mal wichtig. So, wir müssen hier in die Rampe, das ist schon mal gut. Kommt man recht gut hin. Aber das Fenster guckt sich doch ein bisschen besser wie im Spiegel. Zumindest lang wie er eingeknickt ist. Jetzt ist der Winkel so flach. Ist der Winkel so flach, dass es nicht mehr viel bringt. Aber wir müssen wahrscheinlich nochmal einen kleinen Korrekturzug nach vorne machen. Um hier gescheit an der Rampe stehen. Gefällt mir noch nicht so richtig hier. Es gefällt mir noch nicht so richtig. Es sieht schon besser aus jetzt. Das sieht schon besser aus. Wesentlich besser. Komm, liebes Hütchen, werd grün. Danke. Gut, okay. Hätten wir es so wieder geschafft hier. Armenfrei, oder? Armenfrei. Ja, würde ich sagen, haben wir eine Folge geschafft. Eine Folge, ein Tour, wenn das so bleibt, schaffen wir das auf jeden Fall mit unserem Event. Ja, lassen wir uns überraschen. Wenn euch bisher gefallen hat, lasst mir doch nicht nach oben da. Abonniert, kommentiert, was das Zeug hält. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, falsch und rechts. Grüß die Leute, macht's gut. Ciao.